This one that's rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I Ah, guten Mr. Sport TV hier mit einem Blick auf das Spiel des heutigen Samstags. HSV gegen Wolfsburg. Es ist eigentlich wirklich das wichtigste Spiel an heutigen Samstag. Ich hab's gesagt, es ist wirklich total wichtig. Es gibt kein anderes interessantes Spiel eigentlich. Na gut, es gibt schon interessante Spiele, denn es geht um Platz Europa noch, sprich Platz 5, 6, 7 ist noch wichtig. Platz 7 vor allem. Denn wenn Eintracht Frankfurt im Pokalfinale nicht gewinnt, reicht ja auch Platz 7 für die Europa League. Das ist entscheidend. Da tummeln sich auch noch ganz viele Teams mit. Aber wir sind jetzt beim Thema HSV gegen Wolfsburg. 4 Teams können noch in die Relegation kommen. Aber einer kann man sofort wegnehmen. Das ist nämlich FSV Mainz 05. Die haben eine Tordifferenz von minus 9, der Rest minus 16 und 17. Das heißt, Mainz müsste 10-0 verlieren, damit sie wirklich nur auf den Relegationsplatz kommen. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Sprich, Hamburg, Wolfsburg und Augsburg können noch in die Relegation kommen. Augsburg kommt nur in die Relegation, wenn sie höher verlieren. Augsburg hat eine Tordifferenz von minus 16, Wolfsburg minus 17. Allerdings hat Augsburg mehr Tore geschossen. Fakt ist aber, sollte die Tordifferenz gleich sein, zählt natürlich zuerst die Tore. Und sollte das auch gleich sein und das könnte auftreten, zählt der direkte Vergleich und da ist Wolfsburg vorne. Heißt also für Augsburg, die dürfen nicht, wirklich gar nicht hoch verlieren. Und dann müsste auch noch Hamburg gewinnen. Spielt Hamburg und Wolfsburg unentschieden, hat ja Hamburg nur 16 überholt, Augsburg nicht. Hamburg muss auf jeden Fall dann gewinnen, damit Augsburg noch auf den Relegationsplatz kommen kann und damit sie selbst überhaupt weg vom Relegationsplatz kommen. Also Hamburg ist egal, was bei den anderen passiert, sie müssen selbst gewinnen. Und wie werden sie taktisch aufgestellt sein? Wird Wolfsburg auf Sieg spielen, wird Wolfsburg auf Unentschieden spielen? Ich würde ja als Taktik-Fuchs sagen, komm, wir versuchen auf 1-0 zu spielen, also Wolfsburg macht das 1-0 und dann stellen wir uns hinten rein. Keine Ahnung. Kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Aber ich würde nicht den Fehler machen, mich 90 Minuten lang hinten reinzustellen. Es kann gut gehen, aber wenn dann in der 88. Minute das 1-0 passiert, schöne Grüße an Eintracht Frankfurt in Bremen am 34. Spieltag letzte Saison. ja, ich war dabei. Hätte ausrasten können. Passiert genau sowas. Dann passiert genau sowas, zum Beispiel Relegation. Und für Wolfsburg wäre es natürlich, natürlich bitter. Hamburg natürlich mit viel, viel Glück wieder. War das Ding von Schalke am letzten Spieltag wirklich im Aus? Weiß man nicht. Denn hätten die 34 Punkte gehabt und dann hätten die Wolfsburg nicht mehr aufholen können. Die hätten das 6-7-0 gewinnen müssen. So hat natürlich Hamburger SV wieder einen kleinen Strohhalm. Und das ist, ja, nicht gut. Schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht. Wir wissen ja, wer pfeift, Gräfe, ausgerechnet Gräfe. Merck hat das kritisiert. Dazu mache ich aber gleich nochmal ein extra Video. Das wird jetzt eine halbe Stunde, Stunde später kommen. Aber wie kann man nur den Gräfe, der Hamburger SV mal beim Relegationsspiel gegen KSC einen Freistoß zugesprochen hat, der sehr, sehr zweifelhaft war, ausgerechnet ihn auf dieses Spiel ansetzen. Es gibt 10.000 Schiris, übertrieben gesagt, und ausgerechnet Gräfe. Wolfsburg zieht's locker, Hamburg freut sich, keine Ahnung, aber sollte er einen Fehler machen, kommt genau das wieder hoch. Aber wie gesagt, das alles gleich in einem anderen Video, weil das ist schon umfassender und das ist schön. Bis gleich!